Wir sprechen hier mit Solek von Team Alternate, gerade eben EPS-Sieger geworden. Solek, natürlich die erste Frage, wie fühlst du dich nach dem Sieg? Überrascht, aber sehr gut natürlich. Ja, überrascht. Ihr hattet ja vor den EPS-Finals ein paar Probleme mit dem Training. Du hattest ja ein paar Internetprobleme. Hat man euch im Spiel ja nicht wirklich angemerkt. Also es hatte ja zumindest aus Zuschauersicht sehr gut geklappt. Was hast du dazu? Ich denke, das ist auch ein bisschen wieder der Punkt, dass wir halt sehr lange zusammenspielen. Wir wissen halt, wie jeder tickt und wir sind in der Lage, halt auch kurz vor einem Spiel noch Sachen zu besprechen. Was haben wir beobachtet, was spielen sie gerne und dass wir uns darauf einfach einstellen. Ich denke, das ist eine unserer Stärken, aber eben unser Training lief weder optimal noch sonst was. Und umso mehr überrascht bin ich halt natürlich, dass es trotzdem so gut geklappt hat. Vor allem mit Faculty, die halt, keine Ahnung, wie viele Turniere gerade mitgenommen haben und ja, aber ist gut auf jeden Fall. Ja, und ihr habt euch ja quasi gegen Ende der ersten Map wirklich in Rausch gespielt. Sah ja am Anfang schon sehr gut aus für den Faculty und dann habt ihr fast keine Runde mehr abgegeben. Hast du da nach der ersten Map wirklich schon damit gerechnet, dass ihr jetzt auch die zweite holen werdet und das Ding mit nach Hause nehmt? Natürlich, also ich kenne die Faculty-Spieler und die haben, wenn es bei denen läuft, dann ist bei denen alles gut, aber sobald sie, glaube ich, ein bisschen in den Rückstand geraten, setzen sie sich selber unter Druck. Und da wir ihre Map eigentlich gewonnen haben, wo sie relativ hoch gegen Mousebots dominiert haben, wenn man so will, ich glaube, das war ihnen dann halt schon auch sehr nahe gegangen. Klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so. Und dann, ich wusste halt, das zwei sind wir stark. Wir haben nochmal gestern alles komplett neu bearbeitet und wir wussten einfach, dass Faculty nicht weiß, was wir machen. Und ich ging eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir mit dem 2-0 nach Hause gehen können, aber eben unterschätzen tun wir niemanden, also gerade in der Situation. Ja, man hat es ja auch gehört. Also in Faculty ist ja im Prinzip von Runde zu Runde leiser geworden. Man hat ja von den Jungs nichts mehr gehört. Im ersten Match haben sie im Prinzip noch das Gebäude zusammengeschrien. Und dann nachher war es ja ein bisschen andersrum. Also dann wurde ihr im Prinzip von Runde zu Runde wirklich lauter. Hat euch das auch nochmal gepusht, dass ihr auch gesehen habt, dass in Faculty, dass da wirklich nicht mehr viel Leben drin steckt? Also es ist natürlich auch der Reiz, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man rüber guckt und echt die fast schon traurigen Gesichter sieht und dann noch extra rüber zu schreien. Man merkt einfach, wie das Ego immer kleiner wird. Und aber ich glaube wirklich, natürlich, man will immer Erster werden, aber ich glaube, der Hauptsieg für Faculty war einfach, dass sie im Mousebots rausgehauen haben. Ich glaube, das war für die viel wichtiger als gegen uns. Also wir sind ja sehr gut befreundet auch. Und zum Thema zurück, ich glaube schon, dass es, wenn man einfach merkt, dass die Gegner nicht mehr das sind, was sie vorher gewesen sind sozusagen, klingt jetzt wieder voll komisch. Aber wenn du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Warst du denn zufrieden mit dem Faculty als Gegner im Finale? Weil gerade in der laufenden Saison hat sich ja auch Troubly ein paar Mal ein bisschen negativ zu euch geäußert. Meinte ja auch, ihr spielt ein bisschen lame. Stellungskrieg vom Allerfeinsten, sagte er da, glaube ich. Hättest du vielleicht lieber gegen Mousebots gespielt oder war dir das egal von den Finals? Also wir spielen lame oder Faculty? Nee, Troubly hatte ja gesagt, ihr spielt lame, also Alternate. Nee, also Faculty ist für mich eigentlich immer ein Wunschgegner im Finale. Natürlich, ich hätte Mousebots gerne auch den Mund gestopft, bin ich ganz ehrlich, weil da ist eh dicke Luft eigentlich, weil wir uns einfach nicht so mögen. Ich bin sehr froh, dass Faculty sie geschlagen hat. Ich hätte aber auch genauso gerne gegen Mousebots gespielt. Ist halt immer schwieriger zu sagen, Teams liegen einem besser als andere und Mousebots ist ja keineswegs schlecht, um Gottes Willen, aber es wäre wahrscheinlich auch so dieses klassische Finale Alternate Mouse gewesen, aber ja. Ja, man hat es ja auch ein bisschen gehört, also die Faculty-Spieler, die standen ja auch im ersten Match hinter euch, die haben uns euch auch angefeuert, ihr habt ja sogar die Boss-Tasse vom Asmo bekommen. Hat euch das geholfen und vor allem, gibt es da irgendwie eine Fanfreundschaft, kann man das schon fast sagen, zwischen Alternate und Faculty-Fans? Also wir sind wirklich sehr gut befreundet, also wir verstehen uns alle super, wir und Faculty und das sind halt auch über die Jahre, man kennt sich, weiß nicht, 3-4 Jahre schon über E-Sport und das sind halt wirklich auch Freunde geworden, mit denen man halt auch. Natürlich auf dem Server sind wir Gegner, aber sobald GG geschrieben wurde, sind wir halt echt Freunde und gehen zusammen weg oder man geht sich besuchen. Asmo war mal bei mir 2 Wochen, ich war bei ihm 1 Woche und so. Das ist halt, es entstehen auch Freundschaften, das ist auch gut so. Und wir wissen einfach, dass wir einander vertrauen können und dass da einfach nichts weitergegeben wird. Einfach, das ist leider schade, gerade im deutschen E-Sport da so Intrigen und hintenrum geredet und so. Und da bin ich halt froh, dass wir eigentlich mit Faculty halt wirklich Leute haben, wo wir einfach vertrauen können. Ich meine, auch der Bruder von MNL spielt bei Faculty. Und ja, es ist wirklich sehr guter Kontakt zu denen. Ja. Gut, noch abschließend eine Frage zur Location. Werden wir uns ja jetzt, denke ich, dran gewöhnen müssen. Also, sie werden wahrscheinlich ja häufiger ESL-Events stattfinden. Was sagst du zum Studio und vor allem auch zur neuen ESL-Arena? Da konntet ihr ja nicht dran spielen. Vielleicht hast du ja mitbekommen, die Stimmung war ja auf jeden Fall sehr, sehr gut da drin, als da live gespielt wurde.
sagst du, es ist eine Verschlechterung im Vergleich zu den Hallen oder bist du zufrieden mit der Location? Ich sehe es ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge. Also ich finde, ich habe ja auch auf anderen Events gespielt, so die alten Finals, wo 1000 Leute in der Halle waren, ist natürlich einfach eine ganz andere Stimmung. Ich finde, für Leute, die das Thema begeistert, es ist halt hier viel familiärer. Man kommt viel näher auch an die Spieler ran, man ist nicht so abgeschottet so. Natürlich, die Spieler können sich zurückziehen. Also ich finde es nicht schlecht, weil erstens der Austragungspunkt ist immer am gleichen Ort. Für mich, gerade als Schweizer, war es immer mühsam, wenn du jetzt für ein IFNG nach Hamburg musstest, für 30 Minuten spielen. Das ist halt, ja, wo ist der Sinn da? Und so mit Studio IFNG, ich glaube, es ist auch für die ESL von den Kosten her und durch das ganze Gestream ist, bietet sich einfach viel mehr an. Und ich denke, die Leute genießen das auch mehr in der geselligen Runde, die Spiele zu verfolgen, die sie wollen. Und ja, also ich bin eigentlich positiv dem Thema gegenüber. Also ja. Okay. Gut, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Feiern. Denke, wir werden einen tollen Abend noch haben. Möchtest du noch irgendwen grüßen, dein Team, Sponsoren? Natürlich alle, die uns immer unterstützen. Wir haben krasse Fans, die echt jedes Offline-Event mit uns besuchen und für uns anfeuern. Danke, ein riesen Dankeschön an diese Jungs und natürlich an unsere Organisation, die uns alles ermöglichen, die auch immer an uns geglaubt haben, auch wenn wir mal schlecht gespielt haben. So. Und das ist immer gut zu wissen, dass eine Organisation hinter einem steht. Ja, danke einfach.